Ja, hallo liebe Leute, wir sind frisch auf Ferros angekommen und sind jetzt auf dem Weg zum Exo-Jenny-Gebäude. Hoffen wir mal, dass es so friedlich bleibt, also. Aber ich denke mal, da die Gäste hier einiges an Schaden verursachen, würde ich mal sagen, es wird nicht so friedlich bleiben. Aber solange wir unseren Panzer haben, wird das schon gehen. Ach, da scheint es weiter zu gehen. Ach, komm. Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway, dem Mindestmann geht. Das Paket ist gesichert. Wir gehen. Warten Sie. Schalten Sie das Komm-Ab. Die Hits kommen auf uns zu. Mist! Schalten Sie das Komm-Ab! Hey. Nicht so gut. Eindeutig Leute gewesen. Tja. Mit der richtigen Knarre geht das. Okay, denen können wir nicht mehr helfen. Aber wenigstens haben wir ein paar Sachen. Schade, schade. Es wäre schön gewesen, noch ein paar Überlebende zu haben, aber na gut. Wir haben es probiert. Ach, da habe ich ihn geparkt. Aber mein lieber Scholli, da darf ich auch nicht runtersegeln. Blockiert. Dass wir auch ja nicht sehen können, wie viele von euch Mistkerle hier sind. Die Geht verschwenden wirklich keine Zeit bei ihrem Einzug. Was haben sie nur vor? Es macht keinen Sinn, außer sie suchen nach etwas. Wer weiß, was Exo Jenny hier getrieben hat. Na, na, na. Wow! Heiliger. Na, na, na. Wenn ja einer mit ballert, bin ich das. Heilige Scheiße. Dann schauen wir doch mal. Aha, eine Barriere. Wir können dieses Feld nicht zerkratzen. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Na toll. Lass mich raten, wir machen es in Star Wars Manier, indem wir einfach mal... Sieht aus, als geht es hier nur nach unten, Commander. Danke, Garrus, dass du mich unterbrochen hast. Ich wollte gerade sagen, wir machen es jetzt in Star Wars Manier ab in den Müllschacht. Auch wenn mal das hier kein Tentakelvieh ist, das uns fressen will. Okay, kein Tentakelvieh, aber dafür irgendwelche anderen. Verdammt! Wow! Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Geht oder einer dieser Warren.
Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Was ist ein Torianer? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit dem Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. In Ordnung. Ich sehe mir die Sache mal an. Bleiben Sie hier, bis das Feld aus ist. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Ich suche mir einfach ein Loch, wo ich mich verstecke, bis das Feld aus ist. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Schön. Viel Glück mit diesem Feld. Oh oh. Wow. Das sind wohl Warrens. Naja. Jetzt sind es tiefgefrorene Tiefkühlkost. Okay, das war jetzt doppelt gemoppelt, aber egal. Puh. Gucken. Geht's denn hier raus? Ah, jetzt sind wir hier oben. Lisbeth, ach, die Dame haben wir doch für die arme Frau da hinten gesucht. Gut zu wissen. Okay, wo zur Hölle geht's? War ja klar. Arsch der Welt natürlich. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Wow. Klingt nach einem sehr wütenden Organ. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Oh, oh nee. Ich muss gleich jemand umbringen. Verständlich, aber... Ich bring dich lieber um. Wow! Schande. So. Das hat man davon, wenn man unglaublich gegenüber Maschinen ist. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Okay, wir Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen
kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Darum haben sie sich so merkwürdig verhalten. Sie sollten Joker kontaktieren. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Mist. Wir müssen dieses Schild ausschalten und zurück zum Außenposten. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Schön, schön. Oh Mann. Soll heißen, alle Überlebenden von Zeus Hope sind quasi so etwas wie Zombies, die von einer Pflanze gesteuert werden. Ach, na super. Das freut doch jeden hier. Was ist das? Das. Wow. Aua. Offenbar benutzen die Gate diese Klauen, um ihr Schiff an der Gebäudeseite zu verankern. Die Gate gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Wir müssen ihm einen Stoß verpassen. Prüfen wir die anderen Greifer. Diese verdammten Dinger können doch nicht alle perfekt sein. Vielleicht nicht alle, aber mal schauen. Ach, schon wieder so viel Zeug. Weniger Schilder, mehr Schadensschutz. Nein. Lieber nicht. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geth haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Kann Ist sein. Ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Ach, Rex. Du bist halt der typische Krieger. Wurscht, wie dein Feind denkt, Hauptsache du kannst jemanden im Schädel einschlagen. Wow. Wow. Okay, erinnert mich daran, niemals mit Rex und Garrus zum Tumtum schießen zu gehen, also, wow. Die sind echt Profis. Okay, da geht's nicht lang. Aber hier bestimmt. Oder hier geht's auch gar nicht lang. Das war knapp. Sie erreichen bald das Gegenstandslevel von 150. Wenn dies Level erreicht ist, sind sie gezwungen. Scheiß drauf. Ich bin da. Entsichert und beladen. Also das müssen ja wirklich billige Kopien sein, denn Rex ist eindeutig schlimmer.
Was umso besser macht, dass er auf unserer Seite steht. Oh mein Gott. Ach ja, Arschlöcher. Ja, dann halt so. Ja, lass mal die Schrift verschwinden. Ich will wissen, was da ganz oben ist. Danke. Naja, das kann ich euch in Universalgel einstecken. So. Platzproblem gelöst. Die Frage, wo geht jetzt weiter? Also von dort sind wir gekommen. Und hier gibt es scheinbar nur zwei verschiedene Aufgänge. Ja, wir gucken trotzdem mal. Nein. Ich finde es auch interessant, dass hier was blockiert wird. Ah! Manchmal hat man echt Tomaten auf den Augen. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen. Aber wir haben weder von den Frachtern noch von der Kolonie etwas gehört. Wir fürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Nodacrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Okay. Ah, hier geht's weiter. Dieser Greifer ist genauso wie der letzte. Wir müssen weiter. Ja, vielleicht können wir ihn ja irgendwie abhacken oder so. So geht's doch viel besser. So. Sieht irgendwie aus wie eine Quarantänestation. Kein Arsenal von Waffen. Aber wenn wir nur einen Greifer abreißen, ist das Schiff weg. Das klingt ja schon super. Ja, ich weiß, wir sind schon schwer beladen. Verklag mich. Die Chiffrierung Fertigkeit zu gering. Das ist gemein. Sie haben in der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebot ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 Psi oder darunter ist, funktioniert alles. Das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 3134 schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team den Arm, der Arm abgerissen wird. Oh, nett, nett. Hm.
viel. Ich probiere es jetzt einfach mal rum. Ja, ja. Haha. Geschafft. Adios. Haha. Ausgezeichnet, Commander. Die Felder sind gleich ausgeschaltet. Wir können uns jetzt mit diesem Tori... Solche Missionen liebe ich. Einen Haufen Geld umlegen und das Ganze mit einem Riesen-Crash krönen. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geld im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Kommen, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Da freuen wir doch mal offen. Ja, ja, ich hab's kapiert. Und zeig doch endlich mal her. Ach, eine Schrotflinte, die kann ich ruhig einschmelzen.